Liebe Hörer an den Empfangsgeräten, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Erstverschlimmerung. Mein Name ist Markus Fahlefeld und ich habe ein ganz einfaches Thema: Reden über Deutschland. Erstverschlimmerung ist ein Begriff aus der Homöopathie und bedeutet, es muss erst schlimmer werden, damit es besser wird. Mein heutiger Gast hatte mit dem prophetischen Buch Merkel ein Irrtum bereits 2011 den Verdacht, dass es schlimm ausgehen würde. Und heute ernten wir die bitteren Früchte dieser unsäglichen Kanzlerschaft. Mein Gesprächsgast ist die Historikerin, Journalistin und vor allem die begnadete Schriftstellerin Cora Stephan. Hallo Cora. Hallo Markus. Dieser Tage ist ein Buch von dir erschienen, das mitten in unser Thema zielt. Sein Titel »Im Drüben fischen« beinhaltet einige von dir in der Wendezeit, also 1990 bis 1994 geschriebene Texte und schließt mit einem Rückblick aus 2021 ab. Ich habe das Buch als eine Art Liebeserklärung an die renitenten Bürger der ehemaligen DDR gelesen. Liege ich damit komplett falsch? Nein, damit liegst du richtig. Und ich war eigentlich selbst erstaunt über mich. Wiedervereinigung war für mich lange kein Thema, wie so viele im Westen. Haben sich nicht sonderlich für die DDR interessiert. Und das, obwohl meine Eltern aus Thüringen in den Westen gegangen sind und ich Verwandte in der DDR hatte, also die DDR auch ein wenig kannte. Aber das war jetzt nicht das große Thema für mich. Aber als 1989 die Mauer fiel, ich wirklich den ganzen Abend und die halbe Nacht geflennt. Und als ich meine Eltern angerufen habe und gesagt habe, hey, die Mauer ist auf, wollten sie mir das nicht glauben. Die dachten, ich veralbere sie. Und dann passierte etwas sehr Schönes. Ein alter Freund aus Hamburg rief an und sagte, es gibt da eine Frau in Mecklenburg-Vorpommern, in Schwerin, die heißt Regine Marquardt. Und die gründet soeben eine Zeitung. Eine Zeitung namens Mecklenburger Aufbruch, prophetischer Titel natürlich. Ja. Hast du Lust, da mitzumachen? Und ob ich Lust hatte? Ich bin also wirklich mit fliegenden Fahnen, aufgestellten Öhrchen und fliegendem Schweif wie ein begeisterter Dackel nach drüben gegangen. Erinnerst du noch, wo du am 9. November 1989 warst? Weil das war ja der Zeitpunkt, wo du deine Eltern angerufen hast und gesagt hast, die Mauer ist gefallen. Weißt du noch, wo du warst? Ja, ich saß in meinem alten Haus in Vogelsberg und hatte damals noch etwas, was ich heute nicht mehr habe, nämlich einen Fernseher. Ich war also nicht vor Ort. Das wäre schön gewesen, wenn ich in der Nacht in Berlin gewesen wäre, aber das war ich nicht. Ich habe das also alles nur über den Fernseher mitbekommen, aber es war sehr eindrücklich. Ja, ja, weißt du, weil das Lustige ist, ich war ja in Berlin damals. Ich habe in Berlin studiert. Ich war Philosoph und hatte auch keinen Fernseher und interessierte mich eigentlich auch nicht für Politik. Und mein Vater, der damals Korrespondent in den Vereinigten Staaten war, rief mich um 22 Uhr an, also Berliner Zeit, 22 Uhr, und sagte, die Mauer fällt. Und ich war in Berlin und konnte es auch nicht glauben. Ach, bei euch war es umgekehrt. Genau, bei uns war es umgekehrt. Sehr lustig. Ja. Und ich bin dann natürlich sofort an die Mauer gefahren, also ans Brandenburger Tor. Und ich weiß noch, dieser 9. November war viel bedrohlicher, zumindest am Brandenburger Tor, als die Fotos vom 10. November, wo dann Fahnen und Busse aus Westdeutschland etc. alle schon dann da am Brandenburger Tor standen und die Mauer auch aufgeschlagen wurde mit Hammern. Der 9. November, ich bin dann auf die Mauer gesprungen, ich habe da interessanterweise noch einen Kommilitonen getroffen und auf der anderen Seite fuhren keine Panzer, aber so gepanzerte Wagen vor, auf der DDR-Seite. Und ich bin dann als einer der Letzten noch runtergesprungen, mein Kommilitone weigerte sich, dem war da schon zu heiß, das war sonst so Mitternacht. Ja. Ja, und als ich zurückgehen wollte, kam ich nicht mehr rüber. Da war alles zugemacht und dann musste ich sag mal, einen Marsch bis zur Chausseestraße gehen oder Chausseestraße, glaube ich, war das. Und da war dann wirklich Partystimmung. Also der 9. November selbst ist viel bedrohlicher für mich gewesen als heute so dieses, da ist was weggegangen. Weil du wusstest in dem Moment ja nicht, vielleicht schießen die, vielleicht machen sie alles wieder zu, man weiß es ja nicht. Ja, es war ein gefährlicher Moment, obwohl, ehrlich gesagt, ich meine, ich verfüge über keine hellseherischen Qualitäten, aber ich hatte im Frühjahr etwas gelesen, nur eine kurze Meldung, was mich beschäftigt hatte. Und das war die Botschaft aus der Sowjetunion, dass wenn die DDR in Probleme geriete, die Sowjetunion nicht in der Lage sei,
der DDR zu helfen. Das war ein sehr deutliches Zeichen, was man hätte lesen können. Denn ohne die Sowjetunion war die DDR ja gar nicht denkbar. Die DDR war allerdings auch nicht ohne die Bundesrepublik denkbar, die ja also nicht nur mit Gefangenenfreikauf, mit dem Kauf von Antiquitäten, sondern auch mit bereitwillig rübergeschobenem Geld dieses Konstrukt am Leben hier. Das ist ja das Groteske dabei. Den berühmten Milliardenkrediten. Dein Buch Im drüben Fischen, ich habe gerade gesagt, ist eine Liebeserklärung an die renitenten Bürger, die Frau Marquardt, die ich persönlich nicht kannte, da setzt du auch ein kleines Denkmal, sage ich mal so. Aber du rechnest vor allen Dingen, aber das ist natürlich, es sind alte Artikel von dir. Und das ist das Interessante. Du rechnest mit den Linken ab, finde ich. Und das ist etwas, was hochaktuell ist, weil sich bei den Linken so viel gar nicht geändert hat in den letzten 30 Jahren. Zumindest kam mir das so vor. Also zum Beispiel hast du einen Artikel, der in dem Buch veröffentlicht ist, wo du über die Moral oder die Moralisierung des politischen Diskurses sprichst. Das fand ich hochspannend, weil das ist ja genau das, was wir heute auch erleben. Das Argument wird ersetzt durch die Moral. Das war also 1992 ist der Artikel, das war also genauso. Also es hat sich gar nicht so viel geändert, es ist nur schlimmer geworden. Ich fand das absolut erschütternd, ehrlich gesagt. Jetzt hätte ich fast Menschenhass gesagt, aber diese misanthropen Leute, die da sagen, ja, die wollen ja nur hier bunte Konsumartikel im Westen haben, die haben ja gar keine Vorstellung, dass sie eigentlich das bessere Deutschland repräsentieren und dass sie sozusagen, dass Deutschland geteilt bleiben muss wegen Auschwitz. Auch immer wieder erstaunlich, dieses Argument. Also nur ein Teil von Deutschland muss für Auschwitz büßen, der andere Teil nicht. Wie absurd ist das denn? Was da an Häme kam von links, ich fand das absolut erschütternd. Und sie haben sich, auch die lieben Kollegen, ich habe mich damals noch als Journalistin verstanden, das tue ich schon lange nicht mehr, auch die lieben Kollegen, die mussten ja mit Bush-Zulage gelockt werden, da rüber zu gehen zu diesen Ossis, ja, zu diesem primitiven Menschenschlag, der am liebsten ein neues Auto fahren und Urlaub machen wollte, statt jetzt gefälligst hier für den Sozialismus zu kämpfen. Ich fand das unfassbar. Und ich bringe in dem Buch auch viele Beispiele, was da gesagt wurde. Die haben sich wirklich nicht geniert. Die Ossis mussten den westdeutschen Traum vom Sozialismus sozusagen hier exekutieren, sonst galten sie nichts. Ausbaden sozusagen. Ja, ausbaden. Und da ist mir so richtig klar geworden, wie tief die DDR in der Bundesrepublik saß. Wir haben ja damals über die Stasi geredet und dass in der DDR die Leute einander gegenseitig ausgespitzelt haben. Das lenkte so schön ab von der SED, die ja immerhin Auftraggeberin der Stasi war. Das lenkte auch davon ab, dass man jahrelang von Beginn an letztendlich den Westen unterwandert hat. Und wenn man sich heute fragt, warum wurden denn keine kalten Kriege im Westen gefunden, sondern Leute wie Theo Sommer, die DDR rühmten und lobten. Ja, meine Güte, Einflussagenten bei der evangelischen Kirche zum Beispiel, im Journalismus, im Schulwesen. Und das waren alles Leute, die geködert wurden oder auch wirklich dran glaubten, dass sie hier für den Frieden kämpften. Das ist schon ganz, ganz lustig. Also man nannte sie Kundschafter des Friedens, die Leute, die als Einflussagenten in den Westen gegangen sind. Und dort viele Menschen trafen, die mit Frieden viel anfangen konnten, kann ja jeder. Und bereitwillig waren dafür, dieses Konstrukt DDR zu unterstützen. Ich habe das als renitentes Schulkind ja schon erlebt, wie da plötzlich alle ankamen und versuchten, unser Eins zu keilen. Mit Druckerzeugnissen, die von der SED finanziert worden sind. Also das war schon sehr erstaunlich. Aber die Früchte hat man dann eigentlich 1989 FF gesehen. Und ganz besonders schlimm fand ich wirklich, ja, ich sag jetzt mal, die Journalie. Ich habe das in einem meiner Romane mal spöttisch aufgearbeitet, als ich eine Einflussagentin aus der DDR in den Westen geschickt habe. Und die war bass erstaunt, dass sie in der Zeitungsredaktion Parteigänger der DDR fanden, zuhauf, ja. Da war die DDR beliebter als in der DDR selber. Das ist ein Trauerspiel, ehrlich gesagt.
Ja, für die deutsche Linke, also für die westdeutsche Linke war die DDR das bessere Deutschland. Ich glaube, du sagst es auch an, oder schreibst es an einer Stelle. Das haben sie den DDR-Bürgern übel genommen, dass sie nicht mehr 1989 bereit waren, länger in diesem besseren Deutschland zu leben. Genau. Ja, und das ist natürlich auch ein Hinweis auf viele der Verwerfungen, die wir im Moment haben, weil eigentlich steht ja der östliche Teil Deutschlands unter Nazi-Verdacht, sag ich mal so. Damit meine ich, wir nennen es jetzt geflügeltes Wort geworden, Dunkeldeutschland, Thüringen, Sachsen, Dresden. Du bringst das Buch in der Exilreihe von der Susanne Dagen, also der Dresdner Buchhändlerin, raus. Das wird ja sicherlich auch bei vielen für Schnappatmung sorgen. Der Westen guckt auf den Osten, wie als wären das noch die Rechtsradikalen. Und mein Eindruck ist, da hat sich in den letzten 30 Jahren auch gar nicht so viel geändert. Zwar wurde das jetzt vom Unpolitischen, die wollen nur Konsum, übertragen auf, die sind halt rechts, aber dieser verächtliche Blick, der ist doch weiterhin gültig. Ja, klar. Die sind Pegida da im Osten. Genau. Ne? Ja. Die sind widerspenstig und die verstehen nicht, dass bei uns hier die Antifa und der Kampf gegen Rechts das Entscheidende ist und nicht etwa der Kampf gegen, sagen wir mal, Islamismus oder so. Ja, das ist wirklich so verrückt. Das kenne ich von vielen Gesprächen mit Menschen, die einen DDR-Hintergrund haben, um es mal so zu sagen, dass sie sich betrogen fühlen und das, für das sie ja gekämpft haben, für das viele in den Knast gegangen sind, für das viele sich haben rauskaufen lassen, dass das, was sie angestrebt haben, Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, im Westen so gering geschätzt wird, dass es verschenkt wird geradezu. Mhm. Im Moment erleben wir den großen Ausverkauf der westlichen Werte, ich benutze das Wort Werte nicht gerne, aber der westlichen Tugenden, die den Westen so attraktiv gemacht haben und für die man bereit war zu kämpfen in der DDR. Also das ist sowas von todtraurig. Das hört man mir vielleicht an, dass es mich traurig macht. Ja, das Buch ist gar nicht so traurig. Also ich gehe jetzt aufs Buch zurück. Das Buch hat wirklich auch sehr viele lustige Stellen, weil es ist 30 Jahre alt ist und trotzdem hochaktuell ist. Ich habe zum Teil wirklich laut gelacht, weil ich das auch gar nicht mehr, ich war da auch zu jung in der Zeit, ich war dann keine 20, aber ich habe mich wirklich köstlich amüsiert über viele Sachen, die sich gar nicht geändert haben. Also es ist ein Buch von vor 30 Jahren und könnte eigentlich auch heute mit veränderten Protagonisten spielen. Naja, ich hab mich ja auch selbst auf die Schippe genommen, ja. Ich kam dahin frisch vom Spiegel. Ich war voller Korrespondentin im Spiegelbüro gewesen, hatte mich dann da verabschiedet und kam aber mit dem Bewusstsein einer Spiegelkorrespondentin in die noch DDR. Und dachte, ich mache das so, wie ich das immer mache. Wenn es irgendein Problem gibt, dann rufe ich an. Dann greife ich zum Telefon und rufe im Finanzministerium an und frage, warum man nicht endlich die Kohle rüberschickt, damit die Städte dafür sorgen können, dass hier der Gewerbefleiß, der ja überall spürbar war, auch zum Tragen kam. Ja, dann versuche erstmal zu telefonieren dort. Hm. Das war gar nicht so einfach. Auch das mitgebrachte Funktelefon funktionierte nur in der Nähe der Grenze, also nicht unbedingt in unserem kleinen Bürochen in der Schweriner Schelfstadt. Ich brauchte die Geduld. Also Regine Marquardt hat dann versucht, mir beizubringen, wie man geduldig es immer und immer wieder versucht, bis man endlich bei einem mauligen Finanzbeamten landet, der einen wirklich wie's Ostmädel behandelt. Das war ich bis dahin nicht gewöhnt. Also wenn ich Spiegel gesagt hatte, nahmen alle Haltung an. Aber jetzt rief ich ja aus der DDR an und da war alles ganz anders. Also ich fühlte mich plötzlich sehr DDR-ig, das war das Seltsame dabei, merkte aber natürlich auch, dass ich mit meiner Ungeduld, mit meiner Deutlichkeit, mit meiner Lautheit unglaublich westlich war. Mhm. Regine dachte erstmal nach, bevor sie etwas sagte. Ich hatte sofort eine Meinung, ja, meinungsstark schon immer gewesen. Ich wusste sofort, wo es lang geht, während sie nachdachte. Und das Schöne war, dass aus der Distanz zwischen uns beiden dann etwas Neues entstand. Also wir haben uns dann auf sehr, sehr schöne Art und Weise auch zugearbeitet auf die Art und Weise. Aber ich merkte eben auch an mir den Wessi, ja? Mhm. Und merkte allerdings auch an ihr, wie sehr sie den Ossi verachtete, ja? Mhm. Die Leute, die da wirklich etwas wollten, haben sich lauthals lustig gemacht über die Zeitungsverkäuferin, die einfach anderthalb Stunden Mittagspause machte oder um 16 Uhr den Laden zumachte oder die Redaktionssekretärin, die am Freitag schon um 12 Uhr nach Hause wollte. Die Leute, denen es wirklich in den Fingern juckte, die etwas wollten,
hatten genau diese Tugenden, die man eigentlich so dringend brauchte. Wir rocken das jetzt, wir machen jetzt da was. Es muss jetzt losgehen, ja. Schluss mit diesem Schlendrian. Da war Regine wesentlich unnachsichtiger als ich. Mhm. Ja, du warst, das hast du gerade schon angedeutet, 3 Jahre Korrespondentin im Bonner Büro. Nein, 1,5 Jahre. Länger habe ich nicht ausgehalten. Ah, okay, 1,5 Jahre. Weil 85 bis 87 steht sozusagen in deinem Lebenslauf. Das waren dann aber nur sozusagen angefangene Jahre. Ja. Okay, weil du hattest ja eigentlich, ich sage das in meinen Worten, als westdeutscher Journalist damit den Olymp erklommen, weil ich glaube, Korrespondent des Spiegel zu sein, das galt natürlich auch in westdeutschen Kreisen schon als Nonplusultra. War deine ganze Szene, in der du dich bewegt hast, das, was man diese westdeutsche linke Szene, Salonlinke, wie auch immer nennt, oder hast du dich immer schon gegenläufig bewegt? Also sagen wir mal so, ich hatte immer eine gewisse individuelle Unabhängigkeit. Ich habe doch nicht jede Parole mitgegrölt, die gerade im Schwange war. Also nach meiner Promotion im Jahre 1976, die ja eine gewisse Einsamkeit bedeutete, habe ich mich der Frankfurter Sponti-Szene angeschlossen, weil ich das kulturell wunderbar entspannend fand. Sie waren also weder DKP, also sie waren also nicht sozialismustreu, sie waren auch nicht Maoisten, sie gehörten nicht zu diesen ideologisch verbohrten Sekten, sondern sie machten auf Kultur, sie gründeten Cafés und Buchläden und Karl Napps Chaostheater und das sogenannte linksradikale Blasorchester, dem ich mich dann irgendwann auch aufgedrängt habe. Ich habe dann da mitgemacht. Es war großartig, ehrlich gesagt. Aber ich war keine Parteigängerin. Das war ich eigentlich nie. Und beim Spiegel kam ich in eine andere Situation. Die Grünen waren nun gerade im Bundestag und ich war sozusagen auch deshalb geholt worden, weil man dachte, also da den stehe ich nahe. Aber es stellte sich heraus, dass die altgedienten Spiegelmacher den Grünen sehr viel näher standen als ich. Also Leute mit Gewerkschaftsbuch und Porsche und womöglich auch noch SPD-Parteibuch. Das war schon sehr, sehr lustig. Also ich fühlte mich auch da nicht unbedingt zu Hause. Was allerdings sehr bemerkenswert war, war meine Freundschaft zu einem Kollegen im Bonner Spiegelbüro, der für die Verteidigung zuständig war. Wir haben uns lustvoll gekloppt, weil er, wie ich fand, DKP-Positionen vertrat. Später stellte sich heraus, er spionierte tatsächlich die DDR. Ja, er saß, dieser liebenswerte Mensch, Diethelm Schröder, saß tatsächlich abends vor seinem Funkgerät und gab Erkenntnisse an die DDR weiter. Und er war bestimmt der festen Überzeugung, er täte es um des Friedens willen. Oh wow. Hat er auch über dich berichtet? Also gibt es eine Stasi-Akte über dich, Cora? Es gibt eine Stasi-Akte über mich, soweit weiß ich es, aber sie wurde nie gefunden, was ich schade finde, weil es macht einen ja schon irgendwie neugierig. Mhm. Nur ich denke, da geht es um etwas anderes. Ich habe meine Doktorarbeit geschrieben über die sozialdemokratische Arbeit deswegen im 19. Jahrhundert. Und wie das dann so geht, als Rechthaberin habe ich sowohl die DDR-Geschichtsschreibung in der Luft zerrissen, als auch die SPD-Geschichtsschreibung. Beides apologetische Verklärer dieser Bewegung, die ja keine Arbeiterbewegung war, es war eher eine Handwerkerbewegung. Und habe gar nicht gemerkt, dass das für meine Karriere ausgesprochen schädlich war, weil im Westen war die Geschichte der Arbeiterbewegung in der Hand der SPD. Mhm. Im Osten durfte ich in kein Archiv. Hätte ich mir ja vielleicht denken können. Und damit war im Grunde die Sache klar, mein Wunsch, also an die Universität zu gehen. Ich hatte immerhin einen Lehrauftrag, viele Jahre lang, aber mehr auch nicht. Es war damit gescheitert. Also dieser eine Berufswunsch hatte sich damit erledigt. Und so bin ich dann eher reingewachsen in das schreiberische Geschäft, was man Journalismus nennen kann. Du wolltest Historikerin oder Professorin für Geschichte an einer Universität. Nein, ich bin Nebenfachhistorikerin, muss man dazu sagen. Also Historiker würden das auch so sehen, dass ich Nebenfachhistorikerin bin. Ich habe in Politikwissenschaft promoviert. Mhm, mhm. Ja, weil das ist ja das Interessante. Wir kennen uns jetzt gut, Cora. Ja. Wir sehen uns öfter und wir streiten uns gerne. Und du weißt, dass ich dich
tief bewundere. Ich könnte jetzt die Geschichte unseres Kennenlernens erzählen. Vielleicht mache ich das noch. Wollen wir wirklich alles verraten, Markus? Nein, aber wenn ich jetzt auch deine Trilogie vor Augen mir führe, ab heute heiße ich Margot und Margot-Schwester. Das ist ja Margot-Töchter. Entschuldigung. Also meine Romantrilogie. Genau, deine Romantrilogie, wo jetzt in Kürze der dritte Band erscheinen wird. Aber heute heiße ich Margot und Margots Töchter. Töchter, genau. Genau. Es ist ja eigentlich ein Buch, ein Jahrhundertbuch vielleicht, eine Trilogie über die deutsche Frage, die natürlich sehr persönlich immer wieder an Hauptfiguren und deren Entwicklungen und politische Ereignisse etc., die auch real stattgefunden haben. Es ist ja ein Buch über die deutsche Geschichte. Also damit meine ich, die deutsche Frage, das ist auch schon dein Thema. Ja, ich meine, es ist ein Roman, also kein Geschichtsbuch, also keine Geschichtslektion. Das muss ich vorsichtshalber dazu sagen. Aber in der Tat, das ist das Thema. Das ist das Thema, wie Ost und West kooperiert haben, gegeneinander gearbeitet haben. Und das versuche ich am Beispiel von zwei Frauen zu zeigen. Die eine eben im Westen, die andere im Osten. Und das hat mich sehr beschäftigt und sehr bewegt. Das allergrößte Kompliment, was mir meine informellen Mitarbeiter aus der ehemals DDR gemacht haben, war, dass ich die Situation in der DDR ganz gut erfasst hätte. Das ist ja immer die Gefahr, dass man die eigene Situation ganz gut beschreiben kann und die andere Seite natürlich nur mit dem Finger auf der Landkarte sozusagen, ja, weil man es nicht selbst erlebt hat. Das scheint mir gelungen zu sein und ja, es bewegt mich. Ja, ich glaube, da ist auch viel eingeflossen von dem, was ich jetzt 1990 FF erlebt habe. Klar. Ja, weil du sagst, ich weiß, das ist immer so ein Streitpunkt zwischen uns, es gäbe keinen deutschen Sonderweg. Du findest den Begriff deutscher Sonderweg auch falsch. Ich bin ja der Überzeugung, es gibt ihn. Wir Deutschen hängen sozusagen immer etwas an, was andere nicht mitmachen, andere sich verweigern, andere auch nicht mitmachen wollen. Und wir Deutschen gehen sozusagen mit wehenden Fahnen voran. Siehst du das anders? Also in der Energiepolitik verfolgen wir eindeutig einen Sonderweg. Es ist zum Schreien, ja. Niemand macht diesen Schwachsinn mit. Und das werden wir noch bitter bereuen, wenn wir glauben, wir könnten uns auf die Nachbarn verlassen. Im Falle es hier bei uns wirklich eng wird, was Energie betrifft. Da werden wir uns umgucken. Da guckt jeder erstmal auf seine eigenen Interessen, was wir eigentlich auch mal endlich lernen sollten. Nein, wir haben keinen Sonderweg, meine ich, dass Deutschland ist zu spät gekommen mit der Demokratie und dies und jenes und überhaupt. Und da wird als der Hauptweg natürlich der gesehen, den Großbritannien gegangen ist. Klar. Was mich daran stört, durch meine Beschäftigung mit der SPD, habe ich natürlich auch die ganzen Reichstagsdebatten verfolgt. Und ehrlich gesagt, also so ein tolles Parlament findet man selten. Da wurde wirklich alles auf den Tisch gelegt, was zu diskutieren war, zum Beispiel in der Kolonialfrage. Mhm. Die SPD hat hervorragende Arbeit geleistet, um es mal im Jargon zu sagen, und alle Kolonialverbrechen aufgedeckt und thematisiert und man ist darauf auch eingegangen. So, klar, wir hatten Kaiser Wilhelm und so weiter und so fort. Die Briten haben auch eine Monarchie. Aber was den Parlamentarismus betrifft, lasse ich auf Deutschland nichts kommen. Und wie gesagt, was heißt Sonderweg? Das hieße ja, die anderen haben den goldenen Weg gefunden und wir trappeln irgendwo hinten dran. Und ganz so einfach ist das nun wirklich nicht. Ja, das ist lustig. Da gibt's nichts zu lachen, Markus. In gewisser Weise, das stimmt. Und trotzdem, ich sehe, wenn ich mir die Deutschen anschaue, auch die deutsche Geschichte anschaue, und ich meine damit weniger den Ersten Weltkrieg und auch den Parlamentarismus vor der Revolution 1918-19. Ich meine den Parlamentarismus davor, bitteschön. Genau, Kaiserreich. Und sozusagen seit 1871. Ich bin überhaupt ein Freund des Kaiserreichs. Es war eine große deutsche Zeit, meine Güte. Ja, wir waren eine aufstrebende Nation. Wir hatten also, was wir an Gewerbefleiß und Intelligenz und technischer Intelligenz hatten, das konnte uns damals kaum einer nachmachen. Wir haben das alles verschenkt im Laufe der Zeit. Ja, aber ich will mal, weil ich jetzt rede ich ja mit einer Historikerin und ich nutze jetzt mal den Nebenfachhistorikerin. Also, das ist mir egal gerade. Weil sonst alle Historiker aufschreien. Okay, also ich bin Nebenfachhistorikerin. Politikwissenschaftlerin mit Nebenfachgeschichte, mit der rede ich jetzt und
Zum Beispiel der Umgang der Deutschen mit der Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg, die natürlich auch eine westdeutsche Geschichte ist, weil ich nicht sagen kann, wie die Ostdeutschen mit der Geschichte umgegangen sind, außer dass sie halt diesen staatlich verordneten Antifaschismus hatten. Aber ich glaube, das hat es in der Geschichte einer Nation noch nie gegeben, dass man sozusagen sich für die vergangene Geschichte schämen muss und dass man diejenigen, gegen die man im Krieg lag und die einen dann geschlagen haben, dass man denen dankbar sein muss oder sein soll. Das ist ja das moralische Prinzip auch der Vergangenheitsbewältigung. Dass also diejenigen Mächte, seien es jetzt England oder die Amerikaner, die dieses Land zerbombt haben, man ihnen trotzdem dankbar sein muss, weil sie einen befreit haben. Ich wüsste im Augenblick nicht, wo das historisch schon mal genauso gehandhabt wurde. Und ich glaube, dass sich seitdem dieser Sonderweg, den ich sehe bei den Deutschen, noch weiter ausgebildet hat, weil dadurch auch eine Art moralische Großmannssucht entstanden ist, die vorher immer schon angelegt war, die aber, finde ich, jetzt auch nichts eindeutig Deutsches war, weil es war halt auch um die Jahrhundertwende vom 19. aufs 20. Jahrhundert war es auch so, dass viele Länder halt ihre Interessen auch moralisch verbrämten. Aber ich finde, seit 1945 sind wir moralische Weltmeister geworden. Und ich empfinde das, die Energiewende übrigens auch als Teil dieses Sonderweges, weil es gibt es auch in keinem anderen Land, dass die Geschichte so behandelt wird wie in Deutschland. Man sieht das zum Beispiel jetzt bei den Russen, die Stalin ja nie aufgearbeitet haben, so wie die Deutschen Hitler meinen, aufgearbeitet zu haben. Und das ist wiederum was, finde ich, sehr, sehr Eigenes und Deutsches. Ob das gut oder schlecht ist, will ich gar nicht sagen, aber es hat es auf jeden Fall vorher noch nie gegeben. Ja, also wenn du guck auf Großbritannien, da wirst du nichts dergleichen finden. Genau. Höchstens bei ein paar revisionistischen Historikern, die keine Churchill-Freunde sind. Wir hier in Deutschland sind ja Churchill-Freunde unbedingt. Mhm. Das ist in Großbritannien nicht unbedingt der Fall. Also man sieht ja schon sehr deutlich, dass Churchill hier nicht der große Menschenfreund gewesen ist. Nein, das mit der moralischen Großmacht, also das kann ich schon nachvollziehen. Es war ja auch so, dass die Deutschen in ihren Kolonien alles besser machen wollten als die anderen. Mhm. Es gibt das berühmte Wort von Richard Wagner, also wir wollen es besser machen als sie, weil die Briten, gucken nur aufs Geld und was weiß ich auch immer, die holen nur raus, was man rausholen kann. Wir hingegen wollen Kultur dahin bringen. Wir haben eine Kulturmission. Das klingt da in der Kolonialfrage in der Tat an. Das muss man schon sagen. Aber das die Sache mit dem Befreien, das muss ich gestehen, das irritiert mich immer wieder. Unsere Kriegsgegner, die Alliierten, haben Stalins Sowjetunion bis an die Oder vordringen lassen. Sie haben vorher gesagt, wir müssen Polen vor Hitler beschützen. Das ist ihnen ganz offenkundig nicht gelungen. Die Polen sind vom Regen in die Traufe gekommen, denn die sind in der Sowjetunion gelandet, was den meisten nicht recht gewesen sein dürfte. Also das als Befreiung zu nennen, ist ziemlich schäbig all den anderen gegenüber, die keineswegs befreit worden sind. Wir, also im Westen, wir haben sozusagen, wir sind auf der Sahneseite gelandet. Das stimmt schon, ja. Und deshalb habe ich das mit der Westbindung auch immer verteidigt, ehrlich gesagt. Aber das sozusagen auf das Ganze zu übertragen, ist völlig irrsinnig. Und nein, die Russen haben nicht befreit. Sie haben besetzt, um Himmels Willen. Ich denke, das sind Narrative, die die Westbindung untermauern sollen. Da sollen wir hin, da gehören wir hin, da müssen wir hin. Und deshalb ist wahrscheinlich auch das Putin-Verstehen im Moment so ein großer Vorwurf. Als ob man nicht in einer kriegerischen Situation die jeweiligen Gegner verstehen müsste, um zu begreifen, was da vor sich geht. Es geht ja um Machtkonstellationen. Es geht nicht um Schuld, es geht nicht um Moral. Es geht um Machtkonstellationen, die man natürlich analysieren muss. Und da muss man dann auch Putin analysieren. Ohne solche Kategorien wie Schuld oder er fühlt, ich höre immer, er fühlt, Putin fühlt irgendwas, er fühlt sich umzingelt. Es geht nicht um seine Gefühle. Es geht um etwas, womit ich meine großen Probleme habe, wie ich gleich dazu sagen will. Ich denke an die Solidarność, an den polnischen Aufstand gegen die Sowjetunion. Yeah. Und ich
denke daran, wie im berühmten Hörbar 6 in Frankfurt man von den Kato-Faschisten redete, also die polnische Solidarność als Kato-Faschisten bezeichnet hat. Ich fand das derartig übel. Und wen ich ganz besonders übel fand, war Egon Bahr, der damals gesagt hat, na ja, die Russen müssen ihren Hinterhof schon sauber halten. Das Problem ist nur, Egon Bahr hatte wahrscheinlich recht. Ja, also mit anderen Worten, man kommt in einen ungeheuren Zwiespalt. Die eigene Moral, das eigene Empfinden sagt das eine und eine kühle, rationale Analyse sagt das andere. Und Letzteres fehlt, glaube ich, in unserem Land, und da hast du recht, ganz besonders eklatant. Wir sind ja noch nicht mal in der Lage, den Zweiten Weltkrieg sozusagen kühl zu analysieren, weil es völlig klar ist, das Narrativ der Alliierten vom erzbösen Feind, das muss bestätigt werden. Wenn man so will, das ist ja auch das Angebot, was Deutschland im westlichen Teil jedenfalls den ehemaligen Kriegsgegnern gemacht hat. Wir nehmen das auf uns. Ihr müsst nicht darüber nachdenken, wo womöglich bei euch etwas im Argen gelegen hat. So weit würde ich gehen, aber ich empfinde das tatsächlich, also du hast da völlig recht, wir spielen uns da wieder auf als die moralische Super- und Übermacht, was kein Brite tun würde, jedenfalls nicht in der Politik. Bei der Geschichtsschreibung ist das schon was anderes und in den USA schon mal erst recht nicht, ja, wo ganz klar das gleiche Machtkalkül herrscht wie in Putins Russland oder in der Sowjetunion. Man sorgt dafür, dass der Hinterhof frei bleibt, dass da niemand rankommt, der in irgendeiner Weise eine Gefahr darstellen könnte. Ne? Wir denken an Kuba und wir denken an Kuba, und die Kuba-Krise ist ja gekommen, weil die Russen, das ist zumindest das Narrativ, das im Westen vorherrscht. Interessanterweise im Osten, vor allen Dingen in Russland, gibt es ein anderes Narrativ, was meines Erachtens der Wirklichkeit etwas näher kommt, weil die Russen Atomraketen in Kuba oder auf Kuba installiert haben. In Wahrheit kam die Kuba-Krise, weil die Amerikaner in Süditalien und der Türkei Atomraketen installiert haben. Darauf haben die Russen gesagt, wenn ihr das hier macht, und das ist dann Moskau ist in Gefahr, dann installieren wir Atomraketen auf Kuba und dann ist eben auch Florida oder Washington in Gefahr. Das heißt, da gab es eine Verhandlungsposition, und die lautete, und die ist dann auch schließlich eingetreten, auch wenn es ein Zusatzdokument war, was lange Zeit und gerade im Westen eben nicht bekannt ist: Die Russen sind aus Kuba abgezogen, was die Amerikaner als Sieg verkauft haben, und dann haben die Amerikaner ein paar Monate später ihre Atomraketen auch aus der Türkei und Süditalien abgezogen. Und das nennt man eine ganz klassische Verhandlungsposition. Man konnte was in die Waagschale werfen, die Russen haben gesagt, wir installieren Atomraketen, die Amerikaner haben gesagt, gut, dann machen wir unsere weg, und damit hat man sich geeinigt, sozusagen auf den Status quo ante. Diese Situation gab es bei uns jetzt im Ukraine-Krieg nicht. Wir haben die Ukraine ja zu keinem Zeitpunkt irgendwie mit was ausgestattet. Also man hätte eigentlich, ich sag's mal ganz hart, vielleicht war es schon ein Riesenfehler der Ukraine, die Atomwaffen wegzunehmen und die den Russen zu geben, die dadurch ja im Gegenzug dann angeboten haben, sich verpflichtet haben, die Ukraine in ihren territorialen Grenzen zu behalten. Wir hatten nichts in der Hand. Wir haben auch jetzt in dem Krieg nichts in der Hand. Sagen wir so, wir fühlen uns zwar auf als eben moralische Weltmeister, und damit meine ich nicht nur Deutschland, das machen ja der gesamte Westen. Wir haben sozusagen das Recht auf unserer Seite, aber wir haben nichts in der Waagschale, was wir irgendwie in eine Verhandlungsposition werfen könnten. Und jetzt kommt für mich die Frage, warum hat sich der Westen in eine solch schwache Position hineinbegeben? Und das ist ja nicht eine Sache von vor 2 Jahren, sondern es ist ja seit 20 Jahren läuft das ja. Und Frau Merkel ist ja definitiv eine, die daran ganz aktiv mitgearbeitet hat. Alles, was irgendwie westliche Verteidigungsbereitschaft, westliche Möglichkeit auch des Zurückschlagens bedeutet, konsequent abgebaut zu haben. Ich meine, es gibt ja diese witzigen Geschichten über die Bundeswehr, dass Schwangerenmode wichtiger war als irgendwelche funktionierenden Panzer. Woher kommt seit 20 Jahren, ist das nur ein Resultat aus einer Wohlstandsverwahrlosung, weil man denkt, der Wohlstand ließe sich halten, auch ohne Kriege, ohne Auseinandersetzungen? Oder was ist der tiefere Grund dafür? Ich finde das ja immer so lustig. Wer bitte setzt schwangere Frauen in einen Kampfpanzer?
Ja, gehören schwangere Frauen an die Front? Symbolpolitik. Was ist das? Was ist das? Das ist doch völliger Schwachsinn. Nein, du hast absolut recht. Aber das ist das große Rätsel für mich. Wir haben uns in einer Situation, du sagst jetzt wir, ich meine jetzt damit Deutschland. Okay. Du hast, glaube ich, ein bisschen mehr gemeint. Den Westen meinte ich, den Westen, ja. Ich rede jetzt mal nur über Deutschland. Sehr gut. Das verblüfft mich komplett. Wir bringen uns an große Abhängigkeit von russischen Energieressourcen. Ja, immer größere, mit jedem Jahr. Ja, mit jedem Jahr Ausstieg immer, aus der Atomkraft, genau, aus der Kohle, immer mehr. Genau, genau. Und diese ganze Chose Energiewende ist ohne das russische Gas überhaupt nicht zu machen, nicht zu stemmen, auch nicht zu erklären. Also Putin hat dafür gesorgt, dass wir hier uns in Träumen wiegen konnten von irgendwie die Sonne schreibt keine Rechnung oder so. Es ist völlig irre. Verteidigungsbereitschaft, I'm so sorry, haben wir schon lange nicht mehr. Das ist absolut verblüffend. Und ich meine, ich habe ja mein Buch geschrieben, das hieß Das Handwerk des Krieges. Und da wurde auch immer gesagt, wieso des Krieges, also Krieg, du schreibst doch hier über Krieg und Frieden. Ich habe gesagt, nein, ich schreibe über Krieg. Wir müssen den Krieg verstehen. Sonst verstehen wir auch den Frieden nicht. Das ist eine Debatte, die in der Bundesrepublik im Westen absolut nicht drin war. Soldaten sind Mörder, hieß es. Und das war's dann auch. Und das hat auch dafür gesorgt, dass Soldaten sozusagen aus der Öffentlichkeit verschwanden, sich auch nicht in Uniform auf die Straße trauten. Das ist völlig irre. Ganz anders natürlich in der DDR, wo man bis zum Schluss bereit war, in die Bundesrepublik einzumarschieren. Das war man wirklich, also bis an die Zähne bewaffnet. Warum? Was ist die Strategie dahinter, sofern es nicht die reine Blindheit, Blödheit und moralischer Übermut ist? Ich verstehe es nicht. Also ich verstehe auch nicht das Zeter jetzt. Wir haben uns in Abhängigkeit von Russlands Energieressourcen begeben und jetzt plötzlich beklagen wir uns darüber, dass Putin uns den Gashahn zudrehen will. Was soll denn das? Entweder oder. Ja? Ist nicht Putin schuld, da sind wir schon selber dran schuld. Wir haben schon selber dafür gesorgt, dass wir nichts in der Hinterhand haben und noch nicht mal die drei noch betriebsbereiten Atomreaktoren sollen weiterlaufen. Also jedenfalls höre ich nichts dergleichen. Wenn man es jetzt täte. Also wir begeben uns in eine vollständige Abhängigkeit. Einst von Putin, jetzt von unseren Nachbarn. Da kann ich ja nur lachen. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, die werden sich einen Teufel tun, uns in dieser Situation zu helfen. Ja, es gab warum? Schon lange vor dem Ukraine-Krieg ja auch, die Holländer haben sich beschwert, dass die Deutschen zu viel Gas brauchen. Die Norweger haben auch gesagt, glaube ich, zu 90% produziert Norwegen seinen eigenen Strom über Wasserkraft. Die 10% aber exportieren sie. Und dadurch, dass Deutschland die sofort aufgesogen hat, sind die Preise an den Strombörsen auch für norwegischen Strom in die Höhe geschnellt. Und interessanterweise müssen die Norweger ihre Stromrechnungen angelehnt an die internationalen Strombörsenpreise zahlen. Und die Norweger haben gesagt, Kinder, wenn Deutschland alles aufsaugt, die Preise in die Höhe schnellen, dann leiden ja unsere Norweger darunter und haben sich beschwert. Und die werden jetzt auch, glaube ich, neue Gesetze machen, dass die Stromrechnungen nicht exorbitant in die Höhe gehen. Also Deutschland sitzt so ein bisschen wie so eine fette Spinne in der Mitte des Netzes und zieht alle sozusagen in seinen Bann. Ich sage das jetzt mal ganz wertfrei. Da ist natürlich, wir haben gerade schon gesagt, Wohlstandsverwahrlosung ist sicherlich das eine, weil ich finde da auch ein Modell. Wenn ich mir vorstelle, 2015, was man Flüchtlingskrise nennt, also die Masseneinwanderung nach Deutschland, die Grenzen, die nicht mehr geschlossen werden, das ist vielleicht die korrekteste Bezeichnung. Ja. Und dann hat man der Türkei hunderte von Millionen Euro bezahlt, dass sie einen Grenzzaun nach Syrien bauen. Und dahinter ist ja die Mentalität, die Drecksarbeit machen die anderen, wir sonnen uns im moralischen Weltmeistertum. Und das ist natürlich bei der Energie genauso. Man kriegt jetzt russisches Gas. In Deutschland wurde im Zuge des Atomausstiegs auch Fracking verboten. Ja, wir haben gigantische Gasmengen, die wir erschließen können. Genau, die auch erschlossen waren. Die sind alle versiegelt worden. Ja, ist doch völlig irre. Aber das Muster ist dahinter ja auch. Die Drecksarbeit sollen die Russen machen, wir nehmen deren Gas. Aber wir tun so, als würden wir Energiewende-Weltmeister sein. Ja. Und jetzt haben wir den Salat. Wir sind immer noch moralischer Weltmeister, weil der Krieg hat das ja Ganze nochmal befeuert, dass wir moralisch immer noch die noch viel besseren geworden sind.
Nur interessenspolitisch, glaube ich, ist das alles nicht mehr richtig zu begreifen. Ja, mit anderen Worten, es ist nicht politisch. Es ist nicht politisch sui generis. Es ist nur moralisch. Und da habe ich einen Einwand. Ich glaube, es muss noch etwas anderes dahinter stecken. Es kann nicht allein die Moral sein, die uns auf in der Tat jetzt diesen Sonderweg schickt. Es kann nicht allein dieser Wunsch nach moralischer Größe sein, die einen solchen Schwachsinnspfad eröffnet. Da steckt noch etwas anderes dahinter. Also irgendjemand möchte, dass Deutschland verschwindet. Und ich sage ja dann manchmal, cum grano salis natürlich, das ist im Ersten Weltkrieg nicht gelungen, das ist im Zweiten Weltkrieg nicht gelungen. Man muss sich ja überlegen, also Westdeutschland profitierte ja auch von den unzählig vielen Geflüchteten und Vertriebenen, die bereit waren, ja, hier in die Hände zu spucken und wieder aufzubauen. Diese Ressourcen haben wir gar nicht mehr. Das heißt, wenn jetzt die Chance den Bach runtergeht, dann haben wir relativ viele Hartz-IV-Empfänger hinzubekommen, aber nicht die Leute, die es braucht, um so ein Land zu stabilisieren oder gar wieder aufzubauen. Also die Vernichtung Deutschlands scheint so ein bisschen auf der Agenda zu sein. Aber von wem? Ja, das ist es eben. Das kann ich gar nicht glauben, weil ich kann auch solche Verschwörungstheorien nicht glauben. Ich tue mich damit sehr schwer. Wo ist die Ratio hinter all dem? Ja, wenn wir davon ausgehen, dass es in Großbritannien oder auch in den USA eine ganz klare Ratio gibt. Man weiß, welche Interessen man hat und die setzt man durch, ja, mit allen möglichen Mitteln, die man dann gerne robust nennt. Wir haben offenbar keine Ratio, keine Interessen und vor allem haben wir keine Mittel mehr, die auch nur in irgendeiner Weise durchzusetzen. Also das verwundert mich absolut. Ja, das Merkwürdige, ich gebe dir natürlich in der Analyse wirklich recht. Ich glaube gar nicht, dass da ein Plan hinter ist. Ich stoße ja immer mehr auf ein politisches System, das nicht mehr fähig ist. Und ich glaube, das liegt auch in einer Demokratie immanent begründet. Das ist ja auch der Grund, warum die einzige Demokratie in dieser Welt, die wirklich sozusagen als moderne Demokratie funktioniert, die Schweizer Demokratie, ja auch keine Außenpolitik macht. Das heißt, eine Demokratie nach westlichem Vorbild à la Deutschland, auch Amerika, die hat eben das Problem, dass die Politiker auf die Wiederwahl schauen müssen und damit immer kurzfristige Lösungen anstreben müssen, was natürlich geopolitisch schon mal keine Entwicklung zulässt. Das ist die eine Falle, sage ich jetzt mal. Und die andere ist, dass du in Deutschland, glaube ich, wirklich mit dem Belügen der Menschen, einem Linkspopulismus nach dem Motto, wir sind die moralischen Weltmeister, wir sind die Energiewende-Weltmeister, wir reiten vor und die anderen reiten uns nach, dass du damit die Leute wirklich ködern kannst in Deutschland. Ich glaube, in keinem anderen Land, und das meine ich eben auch den Sonderweg, wäre das möglich, mit den Interessen anderer eigene Politik zu machen. Weil das ist ja das Prinzip dahinter, dass wir sagen, ja, aber wir machen das doch für die anderen, dass die uns folgen können. Ich glaube, das gibt's nur in Deutschland. Also ich bin ja nicht nur Nebenfachhistorikerin, ich bin auch Romanschriftstellerin. Und da darf ich dann ein bisschen mehr Fantasie entwickeln, als erlaubt ist, natürlich, wenn man über die Geschichte redet. Und was ich ganz spannend fand bei meinen Recherchen zu Margus Töchter, ist, dass man in der DDR die Nomenklatura schon relativ früh wusste, das Ding läuft nicht. Ja, wir kriegen das nicht geregelt. Und dass man damals schon dachte, und das ist jedenfalls mein Plot, mein Romanplot, wir müssen Leute in den Westen bringen, die, wenn es dazu kommt, dass die beiden Deutschland sich vereinigen, dafür sorgen, dass das in unserem Sinne geschieht, also im Sinne der SED. Ich finde das hochinteressant. Und da ich Romanautorin bin, darf ich das ja, ich darf da weiterspinnen und denke, ja, okay, die Einflussagenten der SED im Westen haben super gut gearbeitet. Wir haben mittlerweile an allen wichtigen Stellen in der Politik und in den Medien das sitzen, was du Linkspopulisten nennst. Ja? Antifa Faeser zum Beispiel. Also in der SPD, die Weiber in der SPD wissen überhaupt nicht mehr, was ursprünglich mit Antifaschismus gemeint war, der sich genau gegen die SPD richtete, die man ja des Sozialfaschismus beschuldigte. Also sie kennen ihre alten Feinde gar nicht mehr. Ja. Und in den Medien weiß man ja auch, also von allen möglichen Untersuchungen,
Auch im Journalismus ist die Generation der konservativen oder eben nicht ganz so linken Journalisten langsam geschwunden zugunsten solcher sehr richtungs- und haltungstreuen Leute, die, denke ich, der inneren DDR sehr viel näher stehen, als du und ich das tun. Und insofern sind wir wieder auf dem Wege in eine neue DDR. Ja, das ist eine der großen Rätsel für mich auch. Und ich glaube, da hat Frau Merkel, das mag sie aus Überzeugung gemacht haben, das mag sie aus innenpolitischem Kalkül gemacht haben, aber diese Wiederauferstehung dieses alten und wirklich verrotteten DDR-Antifaschismus, die ist in der Merkel-Zeit, hat die nochmal richtig Fahrt aufgenommen. Und damit hat sie natürlich ihr Vorhaben der offenen Grenzen abgesichert. Damit hat sie vieles andere auch abgesichert. Heute bist du ja schon Faschist, wenn du für Atomkraft bist, ja. Wenn du den Klimawandel nicht ganz so gläubig verfolgst wie viele andere oder wie man das gerne will. Wenn du für geschlossene Grenzen bist, wenn du für einen funktionierenden Sozialstaat in Grenzen bist und so weiter, dann bist du ja schon Faschist in Deutschland. Und das ist natürlich etwas, wenn du diese alten Zeitungsberichte, ich meine, du kennst sie alle, Cora, aus den 60er, 70er Jahren der DDR durchliest, dann sind das ja genau das, ist das gleiche Wording, was wir jetzt auch haben. Also sozusagen heute ist man divers und bunt, und das galt früher eben als systemtreu oder linientreu oder was auch immer. Aber da ist, ich finde, die Wiederauferstehung einer DDR-Mentalität, das ist wirklich rätselhaft. Und trotzdem, ich will noch mal einen Schritt weitergehen. Vielleicht noch mal weg von Deutschland, um vielleicht noch mal einen Blick dann auf Deutschland zurückzubekommen. Ich habe gerade gesagt, ja, ich erkenne diesen Sonderweg. Und du hast selbst gesagt, Wagner, du hast ihn angeführt, Deutschen wollten immer Kultur bringen. Die Deutschen wollten allen Völkern die Kultur bringen. Das wollen wir immer noch. Und ich halte das wirklich auch für die beste Beschreibung dessen, was ich den Sonderweg nennen würde. Und ich glaube, wir haben auch mit unserer Geschichtsauffassung, der Bewältigung und den aus der Geschichte lernen und all diesen Schlagwörtern, haben wir genau das gemacht. Ich meine, du kennst den alten Satz von einem Historiker, der am Holocaust-Mahnmal in Berlin beim, ich weiß nicht, 5. Jubiläum sagte, die anderen Nationen beneiden uns um dieses Mahnmal, wo ich mich wirklich frage, was geht in denen vor? Aber, deswegen Blick von außen. Ich dachte, das wäre was sehr Deutsches. Jetzt komme ich aber, gucke auf die Welt und sehe gerade das, was aus Amerika rüberschwappt, was auch aus England rüberschwappt, nämlich das, was wir Woke nennen, dass eben Statuen gestürzt werden, dass die Vergangenheit nach moralischen Gesichtspunkten bewertet werden muss, dass gerade in den Vereinigten Staaten die Helden des Bürgerkriegs nicht mehr als Helden gelten dürfen und so weiter. Das ist ja etwas, was eigentlich folgerichtig und logisch aus Deutschland kommen müsste. Und eigentlich, um es ganz hart zu sagen, die Fortführung der deutschen Geschichtsaufarbeitung mit amerikanischen respektive britischen Mitteln ist. Und trotzdem kommt es aus Amerika. Und auch aus England. Das erschüttert mich zutiefst. Ich bin ja extrem britophil und denke immer, ja, die Zivilisation ist das Entscheidende und nicht die Kultur. Und was ich immer bewundert habe, ist Regeltreue und Institutionentreue. Es geht nicht darum, die richtige Moral zu haben, sondern sich an die Regeln zu halten und an die institutionelle Absicherung dessen, was man tut. Das ist mittlerweile völlig aus der Mode gekommen. Also auch Gerichtsurteile ergehen mittlerweile immer mal wieder nach moralischen Gesichtspunkten und nicht nach guten alten rechtsstaatlichen Gepflogenheiten. Mich erschüttert das total. Und dass hier vor Jahren ja auch gesagt wurde, also wir müssen die Regeln des Zusammenlebens täglich neu aushandeln. Nein, es geht eben genau nicht darum, die Regeln täglich neu auszuhandeln. Es geht darum, dass es ein Bett der Gewohnheit gibt, auf das man sich verlassen kann, weil man doch so viel anderes zu tun hat. Und das Irre, ich hab kürzlich ja noch ein Sachbuch nachgeschoben, das heißt Lob des Normalen, also wenn wir schon dabei sind, Werbung für meine Bücher zu machen. Gerne. Und da ist mir das einfach nochmal aufgefallen, wie anstrengend das ist, dieses permanent neu aushandeln, wie anstrengend das ist, darüber nachzudenken, wie spreche ich jetzt sie oder ihn oder es richtig an. Das macht kein normaler Mensch mit.
Und hier, wo ich auf dem Lande wohne, schon mal erst recht nicht. Wir wissen auch, dass 84% der Bevölkerung das mit dem Gendern überhaupt nicht einsehen und überhaupt nicht verstehen. Trotzdem wird es von oben uns eingedrückt. Auch hier verstehe ich die Logik nicht. Ich meine, in den 70er Jahren habe ich ja noch die neue Frauenbewegung miterlebt und da wurden auch über solche Vorschläge wurde geredet. Aber dass das mal später in Gesetzesform oder in eine Regierungsvorlage gebracht werden würde, das haben wir uns damals nicht vorstellen können. Das ist der komplette und idiotische Schwachsinn. Zumal diejenigen, um die es ja angeblich geht, die Diversen, ja genau ausgeschlossen werden, während sie beim generischen Maskulino, was ich sehr schätze, das habe ich auch nicht an die Männer verschenkt, ja genau mitgedacht sind. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich verstehe es nicht. Außer, dass es natürlich für jede jüngere Generation ein Recht darauf gibt, irre zu sein. Ja, aber irgendwann muss das auch mal aufhören, wenn man erwachsen wird. Und ich fürchte, da sind auch die 30, 40, 50-Jährigen noch nicht erwachsen, die heute in der Politik das Sagen haben. Ja, die sich auf die Straßen kleben, sind zum Teil ja auch viel älter als irgendwelche Jugendlichen. Aber es ist ja so ein Epochenwechsel. Ich meine, der gute Rolf-Peter Sieferle schreibt darüber ja auch, dass zwar unter Kohl, aber mit dem Weggang von Kohl wirklich dann auch Dämme gebrochen sind, die diesen Epochenwechsel, den er beschreibt in seinem Buch, dann eben auch haben erst vollkommen wirksam werden lassen. Also du beschreibst es an manchen Stellen in deinem Buch ja auch. Ich fühlte mich übrigens ab und an erinnert an Rolf-Peter Sieferle, weil du da auch ganz, ganz punktgenaue Analysen hast, dass wir halt, wie gesagt, die Moralisierung der Politik, aber auch, dass wir in einer bestimmten Art lässig geworden sind, die ganz deutlich schon Züge der Nachlässigkeit beinhaltet. Und der Umgang miteinander ist alles so formlos und als würde nicht im formvollendeten Umgang eine ungeheure Stärke der menschlichen Zivilisation liegen. Damit meine ich nicht Kultur, ich meine wirklich Zivilisation, ja, Distanziertheit, ja. Manieren, als wären das alles sozusagen Sachen, wie gesagt, wie Oscar Lafontaine, du zitierst es ja auch, sagte, ja, das sind aber auch Sekundärtugenden, mit denen man ein KZ führen kann. Nein, das ist eine Lingua Franca, das ist eine Lingua Franca. Wie Regeln und wie Institutionen sind auch die Gesten der Zuvorkommenheit, der Höflichkeit, Lingua Franca, mit denen man sich verständigen kann, auch wenn die Sprache nicht die gleiche ist. Ja, das ist der Witz dabei. Das, wenn man das lässt, dann hat man in der Tat nur noch den Moostopf. Und in dem sitzen wir und fühlen uns nicht wohl. Sitzen im Moostopf, ja, auch wenn das kein aufbauendes Schlusswort ist. So ist es doch unser heutiges. Cora, meine Liebe, ich danke dir für das Gespräch. Ich danke dir. Herzlich gerne, wirklich. Dann wünsche ich dir viel Glück mit deinem neuen Buch, dass es sich gut verkauft, und auf bald im Kontrafunk.